Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Fishing Planet. Wir befinden uns immer noch in Florida, in den Everglades, und wir versuchen definitiv den Bullhead zu schlagen, und zwar Ranked Bullethead. Liegt derzeit bei 3,0 Pfund, und diese möchte ich gerne schlagen. Wir versuchen unser Glück hier mit einem Einser Haken. Aber wir haben kein Glück. Deswegen werde ich jetzt mal reinholen und werde nochmal an unserer Höhe etwas experimentieren. Na, das kann ja nichts fangen. Was sollen wir denn hier fangen? Ach so, die falsche Route, Entschuldigung. Wir sind auf 60, dann gehe ich jetzt mal auf 57. Teste ich 57 aus. Also wie gesagt, wir müssen alles testen, um sicher gehen zu können, wenn die Wettbewerbe losgehen, wie fängt man am besten den Bullhead, welche Position, welche Größe und so weiter und so fort. Sollte sehr von Vorteil sein, wenn man das alles vorher weiß. So, jetzt gehen wir dem Schnur. So, wir sind jetzt auf 57, meine Freunde. Und da haben wir direkt einen Biss, habt ihr gesehen? Oh, und der ist schon direkt dran. Also das ging aber jetzt richtig schnell, meine Freunde. Und das ist was Größeres, definitiv. Und ihr seht, wie wichtig das ist. Ich habe es wieder bewiesen. Wenn man mit der... Ah, fast ist es uns gelungen. Ja, oder drei. Ich weiß nicht. Ich denke mal nicht, dass wir damit jetzt in den Rankings kommen. Aber was habe ich euch gesagt? Spielt mit der Höhe rum. Und testet und zack, da ist es uns gelungen. Es könnte sein, dass wir jetzt den Bullhead geschlagen haben. Im Chat steht 3. Allerdings haben wir nur 2,98. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ja? Könnte sein, da müssen wir morgen mal ins Leaderboard schauen. Beziehungsweise wir können jetzt gleich mal so oder so ins Leaderboard schauen. Und dann werdet ihr definitiv feststellen, dass da 3 steht. Aber die 3 sind ja immer aufgerundet. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt uns den Platz geholt für den Bullet oder aber nicht? Na? Das ist hier die Frage, die jetzt zu beantworten ist. Oder die es zu beantworten gilt. Ich kann ja mal schauen. Ne, ich komme jetzt nicht ins Menü. Okay. Das macht nichts. Wir drehen wieder etwas rein und geben jetzt sofort wieder Schnur, dass er sich gerade setzen kann. Das passt alles. Hä? Wo ist mein Schwimmer rechts? Ich sehe mein Schwimmer rechts. Nicht? Was ist jetzt passiert? Habe ich Biss? Ne. Mein Schwimmer. Ach, wir hingen fest. Okay, ich habe schon gerade gedacht. Aber ich bin sehr, sehr gute Dinge, dass wir heute den Bullhead schlagen. Beziehungsweise auf Platz 1 sein werden. Wir geben dem ein bisschen Schnur, dass er sich ausrichten kann. So. Jetzt steht der Kerzen gerade. Was so 2 Zentimeter wirklich ausmachen können, ne? Es ist manchmal wirklich unergründbar. Je später es am Tage wird, desto mehr klart das Wetter auf. So um 7:30 hatten wir jetzt die beste Bissfolge, würde ich sagen. Heute Morgen hatten wir ja auch schon ein paar Bullets.
Keine Frage, aber jetzt gegen 7:30 ging es besser. Ich möchte gerne hinten rechts neben dem Schatten, möchte ich es probieren. Und zwar zwischen dem Ast und dem Schatten. Und er stellt sich sofort hin. Nicht schön, aber wenn wir ihm etwas Schnur geben, sollte der sich hinstellen. Jawohl, passt. Also das signalisiert mir, wir sind auf dem richtigen Wege. Ich glaube, ich kann behaupten, zwischen 55 und 57 ist wirklich ein astreiner Wert, um die Bullheads zu jagen. In Kombination mit diesem Cutbait. Da bleibt natürlich abzuwarten, ob das jetzt die Lösung gewesen ist, ne? Aber ich bin froh, meine Freunde, dass ihr jetzt dabei gewesen seid. Wie gesagt, im Chat steht es ja nochmal 3 Pfund. Der andere, der derzeit auf Platz 1 ist mit dem Bullhead, das haben wir ja gesagt, das schauen wir jetzt gleich mal, hat ebenfalls 3 Pfund. Das heißt, seiner wurde auch aufgewertet. Also wird der kurz drunter liegen. Da müsste man morgen mal schauen, ob ich definitiv in der Rangliste 1 bin oder nicht. Auf Platz 1, meine ich. Ja, ich habe ja leider ein wenig Fishing Planet vernachlässigt, warum auch immer. Zu viele andere Videos derzeit und ja, Spiele, die noch in Planung sind, die Vorbereitungen bedeuten. Der Guide hängt mir immer noch in den Knochen. Aber das ist auch nicht jedermanns Sache hier, dieses Ansitzangeln, ne? Also man sitzt ja hier und wartet ganz einfach, bis dass der Schwimmer runtergeht. Allerdings ist das entspannter als wie mit Spinnrute oder mit Castingrute. Aber es scheint sich jetzt gerade nichts mehr zu tun. Ah, nichts mehr ist falsch gesagt. Wahrscheinlich müsste man die richtige Position finden. Wir ziehen mal einen kleinen Moment rein. So, und lassen den da jetzt mal runter. In der Hoffnung, dass da dann doch was sich tut. Man verfällt auch wirklich so in Ruhe, wenn man hier sitzt, ne? Und einfach nur den Tiergeräuschen folgt. In den Sonnenaufgang schaut. Das beruhigt wirklich sehr, sogar so beim Spielen schon. Also die Atmosphäre stimmt hier wirklich. Sehr, sehr toll. Da haben wir wieder was. Und jetzt gleich geht der. Und da kriegt er eine jetzt. Jawohl. Den haben wir.
Aber ist ein kleiner. Ich merke es schon am Reindrehen. Oh, jetzt geht der aber. Jetzt geht der stramm. Na, sollte ich mich da geirrt haben? Nee, er ist kleiner. 276. Aber ihr habt es gesehen. Auch den haben wir rausbekommen. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal die Probe auf Exempel und gehen jetzt mal auf 33 und versuchen es mal hier an den Seerosen. Einfach mal nur zu sehen, was da passiert. Na, jetzt hängen wir natürlich fest, das ist doof. So, da können wir uns hinstellen. Nein, da sind wir noch zu tief. Da steht er. Also, wie gesagt, wir haben jetzt auf 33 gesetzt und einfach mal schauen, was da passiert. Oh, und so wie es aussieht, haben wir schon direkt Alarm da. Das wäre natürlich ideal. Also unten ist auf jeden Fall schon mal was dran. Dann sollten wir den in der nächsten Folge vielleicht mal noch tiefer drehen, auf 25 oder so. Ich lasse den jetzt einfach mal da stehen. Never touch a running system. Und ihr seht es, es ist Alarm am Schwimmer. Hab ich mich jetzt verjagt mit dem Vogelgeschrei? Aber da wären vielleicht die kleineren sitzen. Ich bin mir nicht sicher, ob da die großen sitzen auch sitzen. Das, wie gesagt, das muss ich ja jetzt alles ertesten. Dafür machen wir ja die Angeltour in die Everglades. Oder zu den Everglades. Aber ich glaube, da sitzen wirklich nur die Kleinen. Wie wäre es jetzt, wenn ich mich wieder irren würde und da wird ein riesengroßer sitzen? Aber ich glaube, wir ziehen mal die ganze Schose rein und drehen mal die Einstellung noch was runter. Wir haben jetzt 35, dann gehen wir auf 25. Und probieren das denn, aber das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bei meinem Angelausflug hier in Florida dabei gewesen seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.